Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo zu Louis Hamilton Mark. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Timelapse, heute wahrscheinlich auch nur eine Timelapse. Ich bin mir jetzt aktuell nicht so sicher. Ihr seht es an der Länge des Videos, wenn es 13 Minuten ist. Dann liegt es daran, dass ich nur eine Timelapse gemacht habe. Ich mache nur eine Timelapse. Ich habe mich jetzt entschieden, ich mache nur eine Timelapse. Dann kann ich nämlich wieder ein bisschen mehr bauen. Und dann haben wir nicht das Problem, dass ich so viele Folgen nichts quasi mache. Ich habe mich heute entschieden, dass ich so ein bisschen die Schienen weiterbaue. Auf der Seite hier, dass wir hier so einen kleinen Berg hinmachen. Ich habe ja gestern die Zoo-Präsentation von Krabbe Deluxe gehabt und da habe ich gesehen, dass da viel mit Terrain gearbeitet wurde und da war ich dann so neidisch, dass ich das jetzt ein bisschen austesten musste. Ich bin nicht so der Beste da drin, das mal so ganz nebenbei, aber das wisst ihr mittlerweile ja auch schon. Und ich versuche halt immer, das so gering wie möglich zu halten und ich habe keine Ahnung, ich schaffe es eigentlich nie. Also es ist immer ein bisschen... Immer ein bisschen komisch, wenn ich das mache. Oh mein Gott. Und dann bricht die Stimme auch zwischendurch ab. Das ist auch ganz schlimm. Ich trinke nochmal einen Schluck. Es ist heute früh am Morgen hier. Früh am Morgen, an diesem Pfingstmorgen, nehme ich dann wie nennt sich das? Das Commentary auf. Das Gameplay habe ich gestern aufgenommen. Habe mich hingesetzt. Insgesamt hat das eine Stunde gedauert. Ich mache jetzt nicht nur eine Stunde im Berg, das mal so ganz nebenbei. Aber, dass wir hier so ein bisschen... Ja, so ein bisschen hier hinten das abgrenzen können. Ich entschied mich dafür, Tiger und gemäßigte Zone, glaube ich, zu machen. Genau. Platziere da einfach mal wild ein paar Bäume. Und bin dann überrascht, wie es dann doch aussieht. Und dass ich da ein paar Bäume noch eventuell wegnehmen muss. Habe versucht, einen kleinen See hinzumachen. Allerdings schließen die Steine da nicht komplett. Da hätte ich dann vielleicht ein bisschen Erde durchziehen müssen, sodass wir da noch ein bisschen Wasser hätten hinmachen können. Die grünen Bäume sind ein bisschen too much und entscheide mich dann dafür, dass ich hier die Bäume nehme, die ich sowieso auch schon immer habe und platziere hier so ein bisschen die Schiene so ein bisschen schicker auf dem Weg nach Südamerika, deswegen passen diese Bäume hier auch sehr gut. Entscheide mich auch dafür, dass ich dieselben Bäume nehme, die ich da bei Südamerika auch habe. Platziere nochmal zwei, drei kleine Steinchen, zwei, drei kleine Pflänzchen, nichts Wildes, ihr wisst es ja mittlerweile, das muss alles so ein bisschen entspannter sein. Man sieht nicht so mega viel jetzt, wenn man da auf der Schiene rumfährt. Ich glaube, ich teste es gleich einmal selber aus. Genau hier. Man sieht nicht so mega viel, aber man kann doch so ein bisschen in die Gehege noch gucken. So ein bisschen verstohlen in die Gehege gucken. Und in meiner Welt ist das ja auch mehr für den Transport gedacht, die Schiene, als dass es ein Ride ist, in der man die Tiere begutachten kann. Kommen wir also zum zweiten Projekt des Tages. Das wird die Station Asien, die Asienstation. Und das ist krass, weil ich jetzt weiß, wie es gleich aussehen wird, wenn es fertig ist. Da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich wollte das so ein bisschen sehr asiatisch machen. Sieht am Ende des Tages gar nicht so mega schlecht aus. Also da hoffe ich, dass ihr das ähnlich seht wie ich. Dass das jetzt nicht absolut blöd aussieht. Hat so ein bisschen was. Die Stationen waren bei Planet Coaster bei mir auch schon immer so hier. Das ist mal ein bisschen blöd. Ah, gucken wir mal. Den Weg hier vorne, also die Warteschlangen, die muss ich gleich noch ein bisschen ändern. Weiß auch gerade gar nicht, was da jetzt hier diese so lange Pause ist, aber ich glaube, ich habe was nachgeguckt. Genau. Versuche hier so ein bisschen Tempel-Feeling wieder reinzubringen. Also Tempel. Also ich versuche hier so ein bisschen... Ja, wie nennt sich das? Dass es halt so ein asiatisches Gebiet sein soll. Und dann passt das hier von dem her. Passt das dann sehr gut. Hier noch die Warteschlangen verlängert. Und dann können wir hier dieses asiatische Gebäude weiterbauen. Gestalte das Ganze ein bisschen offener hier, wie ihr sehen könnt. Und muss natürlich auch die Wände hier platzieren. Komplett. Ich weiß nicht, ob es cool ist. Es gefällt mir am Ende des Tages vom Aussehen her ganz, ganz okay. Also wie es insgesamt aussieht. Allerdings ist das jetzt auch nichts Wildes. Das, was danach kommt, da baue ich dann noch eine kleine Fressbude für die Ecke da. Das sieht dann schon deutlich asiatischer aus. Das ist halt ein bisschen blöd, weil da vorne ja auch die Savanne ist. Aber ich meine, komm, was soll es, ne? Was soll es? Ist ein bisschen Progress, auch so ein bisschen, dass die Ecke hier hinten mal ein bisschen abgeschlossen wird. Wir müssen das Grüne, was ihr hier links noch seht, also dieses, ja, wie nennt sich das? Da, wo der Weg außen rumläuft.
Das müssen wir noch ein bisschen einpassen. Und das werde ich hoffentlich in den Folgen, also in der Folge morgen machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die Folge morgen genauso wie die hier mache. Also ein Speedbuild, ein kurzes Speedbuild. Und wo wir quasi die losen Enden nochmal zusammenflechten können. Wir haben ja etliche, wie nennt sich das? Etliche Bereiche, die nicht fertig sind. Und wir haben halt ja etliche Bereiche, wo die, wo ich gesagt habe, das mache ich später. Und dann ist das so eine freie Fläche. Das ist natürlich für den Zoo, ist das halt super doof. Deswegen ändern wir das und dann passt das auch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen too much ist, wenn ich da immer diese asiatischen Wände so aneinander reihe. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so mega schlecht. So, ihr seht, also es ist immer viel Arbeit und in meinem anderen Let's Play, in meinem Hard Mode Let's Play, da seht ihr ja dann auch, wie lange das immer dauert, wenn man sich umentscheidet. Und hier passt das dann ja, dass ich da auch mal ein Speedbuild mache. Ich habe auch richtig Bock auf ein neues Projekt, also auf den neuen Zoo. Den Zoo hier habe ich jetzt ja auch schon sehr, sehr lange wieder unterwegs, also in der Pipeline oder gebaut, was nicht schlecht ist, also... Ich liebe den Zoo hier, der macht mir immer noch super viel Spaß. Es ist halt nur das, was immer ist, dass es halt sehr groß irgendwann wird im Zoo. Und dann hast du halt auch nicht mehr so mega viele Sachen, die du bauen kannst. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber gut, so ist das Leben, glaube ich, so ist das Leben zwischendurch in Upper Planet Zoo. Der Zoo ist halt auch dadurch geprägt, dass es unterwegs halt auch ein Update gab, sodass wir uns... dass der Zoo halt nicht so mega organisch gewachsen ist. Ich bin auch mal gespannt, wie wir das in einem anderen Zoo machen werden. Also der nächste Zoo, oder das nächste Projekt, was ich machen werde, das wird was ganz anderes sein. Das lasse ich mal so dahingestellt. Ihr sollt überrascht werden. Das wird auf jeden Fall was ganz, ganz anderes sein. Aber das nächste Mal, wenn wir halt einen Zoo bauen, dass wir da wieder ein bisschen mehr mischen mit den Tieren. Weil hier ist es ja sehr aufgeteilt in Kontinente, was ja nicht schlecht ist. Aber ich glaube, so ein gemischter Zoo ist, glaube ich, auch wieder was mir sehr viel Spaß machen könnte. So, ich wollte hier Bäume platzieren, entscheide mich dann hoffentlich gleich doch nochmal dagegen, dass ich zu viele Bäume platziere. Genau, gehe lieber mit ein bisschen Bambus hier. Was am Ende des Tages gar nicht so mega schlecht aussieht, das mal so ganz nebenbei. Das gibt halt den ganzen, diesen amerikanischen, hätte ich mal gesagt, diesen asiatischen Touch. Der ganze Bambus. Auch hier drin, da habe ich dann vergessen, dass da eine Wand war, aber wenn du Bambus hinbaust, dann passt das. Arbeiten hier auch nochmal ein bisschen mit Licht. Sehr viel Licht, das mal so ganz nebenbei. Wollte ich hier drin auch nochmal mit Licht arbeiten. Kann das allerdings hier, glaube ich, kaum platzieren, deswegen lasse ich das auch. Habe erst überlegt, ob ich da was machen soll, aber man sieht es kaum von außen, deswegen lasse ich das mal. Wir haben hier dann halt dieses schicke Zuggebäude gebaut. Was ja auch nicht schlecht ist, ne? Ich gehe sogar mit 4 Lampen gucken. Halleluja. Die sind halt frei Schnauze platziert. Und nicht auf einmal. Hier wieder ein bisschen Bambus, dass man nicht reingucken kann, nicht rausgucken kann. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Platziere nochmal 2, 3 Bäume im Hintergrund. Und ich glaube, in der Timelapse müsste ich auch noch das andere Gebäude bauen. Ich glaube, so viel Zeit muss sein, ganz genau. Zwischendurch begutachte ich den ganzen Kram halt auch immer noch. Das ist ja auch nicht verkehrt. Jetzt gucke ich, ob ich hier die asiatischen Gebäude, ob ich da eins kopieren konnte. Konnte ich allerdings nicht. Ich glaube ich auch, ich habe eins im Workshop. Achso, was mache ich denn jetzt? Also ich stelle die Besucheranzahl nochmal ein Stück runter. Weil es halt wieder sehr ruckelt. Wir haben ja auch in Krabbes zugesehen, dass Krabbe ja auch nur 500 gemacht hat. 500 Leute, aber... Müssen wir mal sehen. Ich hatte erst überlegt, ob ich mein Gebäude benutze, was ich... Oh, war das... Das hatten wir auch in dem Zoo gesehen. War das bei Edgar-Fan? Müsste gewesen sein, ne? Und jetzt kommt aus meinem Livestream. Hab's jetzt leider nicht benutzt. Was ja auch nicht verkehrt ist. Ich übernehme jetzt hier das, was ich auch oft in den Präsentierzoos sehe. Und zwar, dass wir Toiletten im Hintergrund bauen. Und ich mache die Wände auch zu bei den Toiletten. Und platziere Türen davor. Da übernehme ich einfach mal eure Ideen. Wollte erst hier vorne das Toilettenschild machen und platziere es dann doch da hinten hin. Dann passt das auch.
So, dass es quasi zwei Gebäude in einem sind. Geht dann natürlich nicht damit, sondern geht damit, dass ich komplett ein Dach drum mache. Ist nichts Aufwendiges, das Gebäude hier. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe vergessen, das Dach überstehen zu machen. Aber es ist, glaube ich, egal, weil man es eh nicht sieht. Und das hier, wenn das Grid auf 0 ist, dann rege ich mich komplett auf jedes Mal. Das ist immer total anstrengend für mich. Ah gut, so ist halt das Leben, ne? Geh dann hier mit dem Dach. Weil das habe ich bei den anderen Gebäuden, bei den anderen Shop-Gebäuden auch so gemacht. Und das sieht auch so ein bisschen asiatischer aus. So, da ist ja nichts. Ist ja nichts verkehrt dran, das einfach so zu machen. Gehen hier mit einem Golpi und einem Missy Good. Missy Good wird ja kaum eingekauft hier bei den Leuten. Die kaufen nicht sehr gerne bei Missy Good ein. Dachte, okay, ich platziere das Haus jetzt mal hier, deswegen brauche ich das auch noch nicht überstehen machen. Denn man sieht es eh nicht. Am Ende des Tages. Und ich glaube, jetzt mache ich einfach nur noch so ein bisschen schick. Hier dachte ich, okay, baue ich da nochmal Fenster ran, aber ich glaube, wenn ich dahinter einfach Bambus platziere, dann sieht das auch nicht allzu schlecht aus. Dann ist es halt so eingebaut im Bambus. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und dann ist das Gebäude an für sich auch fertig. Dann kommt jetzt hier vorne noch eine kleine Sitzecke hin. Entscheide mich natürlich nochmal ein bisschen um und baue hier komplett eine Sitzecke. wo ich auch nochmal richtige Bänke hinsetze. Zwei Stück, die sind sehr, sehr groß, die asiatischen Bänke, das mal so ganz nebenbei. Aber der Rest ist dann okay, dann setze ich die Bank um, die Bank dahin. Und hier, glaube ich, kommt am Ende noch ein bisschen Bambus hin. Bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ob ich das nicht nach der Aufnahme gemacht habe. Oh Mann, jetzt muss meine Stimme muss noch eine Minute durchhalten. und dann sind es halt nur noch so Kleinigkeiten, sodass wir den Asienbereich hier hinten im Hintergrund fertig haben. Bisschen mit Licht gespielt, ein bisschen mit Pflanzen gespielt. Hier müssen halt nochmal ein bisschen was hinkommen. Da passt sich das Gebäude vom Edgar-Fan hier auch noch ganz gut ein. Wie ich finde. Einen kleinen Kirschblütenbaum noch, aber ich entscheide mich dann um, zum Glück. Und gehe dann lieber damit, dass ich da noch ein bisschen Bambus hinmache. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch mache oder ob ich das dann zwischen den Aufnahmen mache. Aber das werdet ihr morgen dann ja eventuell sehen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Gebäude haltet, was ihr von der Fressbude haltet. Und wir sehen uns dann. Ich starte schon mal die Abmod, dass ich da nicht so spät dran bin gleich. Und wir sehen uns dann allerspätestens in der nächsten Folge. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Speedbuild hoffentlich, weil heute ist ja noch frei. Und da werde ich dann die freie Zeit dafür nutzen, den Zoo so ein bisschen fertig zu machen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Haut erstmal rein. Tschüss, Leute.